Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen TV Dayon, DYON. Und da ist Hotelmodus aktiviert. Das heißt, wenn ich hier jetzt Menü drücke, wo haben wir hier die Menütaste bei dem Gerät? Hier, dann erscheint oben Menü gesperrt und man kann keine neuen Sender suchen oder ja, umschalten und so weiter, alles in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, kann ich keine neuen Sender einstellen. Ihr müsst dazu einfach Folgendes machen. Ihr drückt hier die Menütaste bei dem Gerät und anschließend die 4, 5, 8, 8. Und dann öffnet sich hier dieses Hotelmenü und hier könnt ihr dann eingeben. Ja, Hotelmodus seht ihr, ist eingeschaltet. Einfach mit der Pfeiltaste nach rechts. Ups, da war ich schon zu spät. Nochmal die Menütaste. So, und ach so, ist jetzt aus, ne? Man kann ja also den ausschalten. Und jetzt gehe ich auf Exit raus, drücke auf Menü und jetzt kann ich die ganzen Einstellungen hier durchführen. Hier möchte ich auf jeden Fall einen neuen Sendersuchlauf starten. Drücke dafür dann okay, ja, Kanaltyp kommt drauf an, komplett ist gut, dann geht hier runter, drückt die OK-Taste. So, und dann fragt er verschlüsselte Kanäle. Nee, ich will nur die freien Kanäle. Dann Deutschland, okay. So, und jetzt sucht er meine Sender und speichert die ein. So könnt ihr vom Hotelmodus wieder raus und die Sender suchen. So, jetzt haben wir die ganzen Sender gefunden und jetzt kann ich hier in dem Menü runtergehen auf Kanäle bearbeiten, drücke auf die OK-Taste und gehe dann auf den gewünschten Programmplatz. Wir wollen jetzt ZDF auf der 2 haben, also gehe ich mit der Pfeiltaste runter auf ZDF. Der müsste dann irgendwann mal kommen. Na, weiter. Ich kann auch gedrückt halten, dann geht es ein bisschen schneller. Da haben wir ZDF HD. Verschieben gelb, also die gelbe Taste einmal drücken. Dann habe ich das markiert, dann wird der grüne Balken ein bisschen dicker. Dann gehe ich mit der Pfeiltaste wieder zum gewünschten Programmplatz, auf den ich den haben will. So, hier haben wir dann die 2 und drücke nochmal die gelbe Taste. Und dann ist die auch auf der 2. Dasselbe mache ich mal jetzt mit RBB Berlin auf 3. Also einfach mit den Pfeiltasten runter, bis der Sender kommt. Oder wie gesagt, auch gerne gedrückt halten, dann geht es ein bisschen schneller. So, da ist er schon auf der 65. Drücke einmal die gelbe Taste, markiere den, gehe dann mit der Pfeiltaste. Nimm den sozusagen mit auf den Programmplatz 3, drücke dann wieder die gelbe Taste und schon ist er auf der 3 gespeichert. Und so könnt ihr das mit jedem anderen gewünschten Sender auch machen.